Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Diesmal wieder mit MTB Crafter. Hallo. Und ich zeige euch heute das Objekt 248, das neue Battle Pass High-End Belohnungsfahrzeug auf 6.3, quasi ein RCSD das IS mit einer 100mm Kanone. Zum Glück lädt relativ schnell nach, hat ein bisschen schwächere Panzerung. Finde ich optisch ansprechender. Er unterstützt mich mit dem die das IS. Und warum ihr euch jetzt fragt, oder wer sich fragt, warum ich das so sage, weil ich sage die IS, die meisten Zuschauer mögen der IS, weil ich finde, die klingt einfach besser, deswegen der, die, das. Was gibt's noch? Manchen möge aufgefallen sein, falls es schon soweit ist, ich hoffe, es ist soweit, dass der Kanal ein neues Banner hat. Falls dem so ist, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den neuen Look findet. Ich bin froh, dass ich den alten Look jetzt mal erneuert habe. Ansonsten, was gibt's sonst noch zu sagen? Habe ich was vergessen? Ich habe keine Ahnung. Okay, er hat keine Ahnung. Ich hätte die Hälfte vergessen. Er hat die Hälfte vergessen, okay. ansonsten, wie gesagt, dieses Ding hat unter 10 Sekunden Reload. Tschüss Baum, war's schön. Das ist genau das Manko, was ich sonst mit dem wie das IS habe, weil so, keine Ahnung, bei wie viel liegen die normalerweise? 15 bis 20 Sekunden? Das wäre schön. 24 Sekunden. Ja, das ist einfach viel zu lang. Wenn du alleine bist, bist du einfach so futter, wenn du einen Schuss versemmelst. Also musst du wirklich eine halbe Minute musst du warten, bis du wieder schießen kannst. Und da hat eigentlich jeder fertig repariert oder wieder ein Schützen nachgeladen oder ins Weiters gekommen. Das, ja. Ui! Bitte was? Wo kam der? Hä? Wo kam der Schuss denn her? Ja, Konzept, fahr du mal vor. Das finde ich auch gut. Okay, da bin ich am Panzer abgeprallt. Normalerweise kommt die Kanone wie durch Butter durch, aber der ist ein bisschen gewinkelt gewesen, deswegen ganz in Ordnung. Ich mache mir so ein bisschen Sorge, dass gleich von B von oben was kommen könnte. Ich guck da gerade hin. Hilft dem Konzept beim Reparieren. Hilfst du dem? Bist du so nett? Hm, so freundlich wie ich bin. Du bist so ein guter Bur. I-Knopf. Du Knopfs. Da steht was. Also. Hi! Das ist so viel zum Thema durch die Front schießen. Verdammt, hab versemmelt. Da schieße ich hin. Hast du was getroffen? Optik. Ah nee, da ist auf der Seite, das ist MG. Also MG ist raus. Sehr gut. Er wird niemanden mehr nerven. Ja. Oh, was ein Assi-Schuss! Ja, ihr seht schon, die Kanone ist böse. Flieger. Was, wo? Okay, das ist deren Spawn. Ja, das ist deren Spawn. So weit wollte ich jetzt eigentlich auch nicht reinpushen. Es ist auch so bescheuert, dass man von hier sieht man in den Spawn rein. True. Warte mal, ist das schon der Spawn? Ne, das ist noch nicht der Spawn. Der Spawn ist hier. Oh, da ist auch schon was. Tiger 2P. Ey, wie kannst du da was sehen? Warte, stehst du in einer Linie mit mir, oder? Oh. Nö, das sehe ich nicht. Ich gucke auch ins Fernglas und nicht. Ja, ich auch, ich sehe ihn trotzdem nicht. Ja, der ist auch nicht mehr da, der ist weitergefahren. Ach so. Ja, ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, was wir hier machen sollen. Also Tiger 2P ist böse. Richtung B oder? Oh. Hier ist ein Gegner hinter. Okay. Guckst du nach da? Ich guck nach da. Ja, ich guck nach hier. Da kommt doch eine Flak. Tiger ist raus.
Jo. Ja, gut. Das ist jetzt so ein bisschen Robbenkloppen. Na, Robbenkloppen nicht, aber... Erwachsene Seals kloppen. Mit einem richtig großen Klopper. Das war der Boden. Ja, aber eigentlich müsste die Granate abprallen. Da ist ein Panther. Er guckt mich an. Wow, One-Shot. Cool. Ich hab in seinen Turm geschossen. Warte mal, wo ist er bei dir durch? Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, wäre eigentlich durch den Turm. Nee, untere Wanne. Okay, krass, aus der Entfernung. Gefällt. Und das von oben? Ja, ich meine, wieso sollte meine Panzerung auch andersweise funktionieren? Weiß ich auch nicht. Das macht keinen Sinn. Warum stellst du dir vor, das sollte funktionieren? Das ist doch völlig hinrissig. Ich weiß es auch nicht. Ja, ich mache jetzt mal zu. Ich warte hier auf dich oder kommst du mit dem Flieger oder... Nee. Ich habe nicht genug Punkte. Da haben wir, by the way, genau das Manko von der 122er, wie ich finde. Du kannst halt einen Schuss abgeben, dann hast du meistens schon Zurückschuss und bist dann kampfunfähig. Du kannst mit den Dingern schlecht Punkte farmen, finde ich. Ja, normalerweise macht man halt auch ordentlich Schaden, wenn man was trifft, aber irgendwie bei mir heute so gar nicht. Ich meine, mit dem Ding, der schlägst du halt einfach die krassesten Winkel. Und die russischen Panzer, das muss man ihnen zugute halten, sind halt schön mobil. Okay, ja, ja. Macht Sinn in dem Winkel. Try that again. Okay. Jetzt weißt du, ich schieße einem Panther durch die angewinkelste Front überhaupt, aber mit dem Tiger pralle ich ab an der Optik und so. Okay, das... Ja klar. Das ist doch... Optiken sind doch... Die krasseste Panzerung. Ja, sowieso. Krass, schon wieder! Alter. Okay. Ja, Flak, und jetzt starren wir uns an. Oh, come on. Okay, fair enough. Wo hat er mich gepennt? Turmfront? Ja, genau. Die Turmfront von dem Ding ist ziemlich weich. Geschuldet an der großen Kanone. Beziehungsweise große Kanone. An dem Umbau der Kanone, weil die hat so nicht in das Fahrzeug gepasst. Ich fahr jetzt mal zu B. Oh, von wo war das? Direkt vor mir. Direkt vor dir? Also in die Straße rein da, oder was? Ja. Da. Hab mir direkt das Rohr gezogen. Was war das? M36 von den Chinesen, der mit dem Dach. Der mit dem Dach. Der mit dem Dach tanzt. War der schon unten oder war der noch oben? Der ist auf mich draufgefahren. Also von oben runter. Also war er unten. Aber vielleicht ist er wieder oben, ich weiß es nicht. So schnell. Wobei, der M36 ist relativ mobil. Warte mal, welches Wrack davon bist du? Das bist nicht du, oder? Ich bin hier, also da unten drunter halt. Okay, dann ist der wahrscheinlich links von uns. Oh, oh Gott, ich dachte gerade, er ist links von mir. Ich habe gerade kurz was schallen hören von links. Da habe ich kurz einen Herzinfarkt bekommen. Da stehe ich. Oh, ich schätze mal, der ist weiter nach links gefahren dann. Oder wieder zurück. Weil wir nehmen gerade B ein. Oder hier ran.
Über uns. Hol ihn dir. Das ist ein anderer. Ich wusste noch, dass ich was gehört habe. Ich dachte halt echt, ich bin schon wieder blöd. Ich höre schon wieder Geister. Da haben mich meine Ohren nicht getäuscht. Nur die Distanz war falsch. Aber der stand da halt echt gut versteckt, muss man ihm lassen. 36 ist raus. Aber da ist noch ein Tiger bei B. Ja, da pushen wir jetzt hoch. B ist zum Glück schön flach. Also da kann ich gut wirken. Ich nicht. Hast du noch volle Crew? Nee. Wie viel hast du noch? Einer fehlt mir. Okay, warte mal, was hast du noch? 4? Nee, 3, ne? 5. Ach, ja, Mann. Stimmt ja. Da kommt ein Flieger Richtung 305 von vorne. Ja, aber ich stehe neben dir. Ja, wenn ein Flugzeug mich anfliegt, ist das ja in Ordnung. Jagdpanther, hast du Arti? Hast du Arti? Nee. Ich habe sogar 2 Flugzeuge. Guck den Jagdpanther hier an. Wie machen wir das? Du frisst einen Schuss und ich kill ihn? Andersrum wird's nicht funktionieren. Oh oh. Oh wow. Ja gut. Den werde ich jetzt nicht mehr pushen. Er hat das schön gemacht, mit den Raketen treffe ich ihn. Scheiß. Ja, ich hab halt auch echt kacke geschossen. Alter, trifft der gut mit den Raketen. Hut ab, muss man sagen. Also schön gemacht. Ja, das war's mit dem Objekt für diese Runde bei mir. Also ich bewundere Leute, die da so präzise mit sein können. Ach, jetzt ist ja abgeschossen worden. Gute Leistung respektiere ich. Liebend gerne. Jo. Jo. Ich finde es schon beeindruckend, wie man mit den Raketen, wie teilweise manche Leute wirklich pinpoint accurate damit schießen können. Ich habe das Flugzeug nicht, ich habe keine Ahnung, wie die Raketen zu fliegen. Also ich hab's Stock. Also die Raketen, aber Stock ansonsten. Und die fliegen wie eine Schrotflinte. Bitte ist hier keine Flak, bitte ist hier keine Flak, danke. Ob das eine. Oder ist das noch? Nee, nicht bei mir. Verdammt, das habe ich verkackt. Das habe ich hart. Ja, gut. Gegen eine Zero-Turn-Fight brauche ich nicht. Jetzt kriegt er mich halt zum zweiten Mal. Ne, das ist nicht meine Zero. Der fliegt schon mal wieder mit dem gleichen Flugzeug zum zweiten Mal. Jetzt gehe ich in die Flak rein. Ich unterschätze die Japaner, nicht die Japaner, das Flugzeug unterschätze ich immer. Boah, das ist... Willst du mich eigentlich verarschen? Schämst du dich nicht? Schämst du... Also mal ganz ehrlich. Da steht ein Tiger, schießt direkt in unseren Spawn. Jo. Ja, finde ich nicht so cool. Ja, die A7M. Die unterschätze ich immer, aber die scheint echt gut zu sein. Komm, hier, friss, töte mich. Ja, komm, mach fertig, ich will ein anderes Fahrzeug. Ja, komm, ich helfe dir. So, dann sehen wir mal im direkten Vergleich die 122er. Ja, okay, ja. Musst du wenigstens nicht nachladen. Das stimmt. Ja, ich habe ihm auch durch den Weakspot geschossen. So, ich habe gehört, wir gewinnen die Runde jetzt noch. Ja. Mit deinem Beistand, ne? Ja.
Mich hat ehrlich gesagt die Kamera total gevögelt, als ich gerade das Flugzeug angeflogen bin. Kennst du das, wenn du senkrecht hochziehst und dann quasi über den Nullpunkt rüber gehst, dass die Kamera flippt? Ja. Das hat mich gerade so rausgebracht, weil der Steuerimpuls ja dann umgedreht wird. Ja. Das stimmt. Ja, ja. Ich hätte auch nicht so greedy sein müssen. Er ist... Hä? Der ist halt schon wieder mit der B7 drin. Wie geht das denn? Oder ist das noch der Kill von vorhin? Wie viele von den B7 dann gibt's? Weißt du das? Echt, der ist schon wieder mit dem Ding drin. So ist XP55. Tu was für dein Geld. Wow, Spawn Camperus. Ich dachte jetzt eigentlich nicht dran, dass man sich gegenseitig wastet, aber... Immerhin ist er tot. Hm. Etwas. Wenn unser Medium jetzt C holt und ich schaffe B zu holen, hätten wir noch eine Chance. Ich meine, es lebt zwar kaum noch was von unserem Team, aber niemals aufgeben, ne? Ja, ja. Sag einfach ja, wir müssen doch gutes Vorbild sein. Habe ich doch, oder ist es nicht durchgekommen, das Jahr? Doch, 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 es ist durchgekommen. Alles gut. Das ist gut. Das ist das gut? Ja. Wenn du was siehst, hörst oder riechst, sag Bescheid. Ah, ich sehe was. Ich hab da was gesehen. Wow. Ja, der steht auf der Asi-Pose, auf die ich mich sonst stelle. Nee, nicht mal. Der. Doch, doch, das ist die. Ja, ich bin raus. Und die Runde ist ja eh ist vorbei. Aber war ja halbwegs okay. Ja, ja, war echt eine Runde. Ich habe einen MG gekillt und das, damit bin ich glücklich. Hey, kleine Backenbrötchen. Kleine Backenbrötchen, ne? So in der Art. Aber ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr hübscher findet. Den Trümmer oder den Trümmer? Ich kann mich echt nicht mit dem Look von der 122er anfreunden. Wobei, auf dem T-44 gefällt sie mir interessanterweise. Könnte man ja eigentlich schon fast als Derp bezeichnen, oder? Ja, vom Schussverhalten und Flugverhalten der Granate nicht unbedingt. Ah, jetzt haben wir nochmal ein volles Abtier für den Abschluss. Sehr schön. Zum Abschluss? Wer sagt, dass ich schon fertig bin? Ja, zum Abschluss der, Ja? Der letzten Runde. Ja, ich fahr zur Burg. Okay. Und bevor jetzt wieder welche in den Kommentaren fragen, nein, der rote Stern gehört nicht zu dem Fahrzeug, das ist ein 3D-Deko-Teil. Ich glaube, das kann sich jeder kaufen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich glaube auch. Für 5000! 500 Golden Eagles. 500.000! Ja. Man wird in dem Spiel ziemlich häufig gebrot, ist mir aufgefallen. Ich glaube, das ist so heutzutage überall so. Weißt du, ich habe das so in meiner Jugend, das war so Gag. So, da hast du einmal irgendwie im Monat gebracht, so wenn du ein bisschen unterwegs warst mit deinen Leuten, was trinken warst. Ey Bruder, was geht? Aber mittlerweile, keine Ahnung. Ist das bei dir? Also du bist ja ein Ticken jünger. Sprich deine Generation so? Kommt drauf an, in welchem Umfeld man ist. Also. Ja, ich glaube nicht, dass beim Flugzeugingenieur in der Lagerhalle so gesprochen wird.
Nicht unbedingt, nee. Oder eher in der Montage und naja, du weißt, was ich meine. Werkstatt. Nenn's einfach Werkstatt. Werkstatt. In der Weihnachtsbäckerei. Da ist was. Ja. M41, weggefahren. Also ist es nicht mehr da. Ist jetzt hinter dem Bunker. Schock an meinem Bunker. Also, wenn ich mir nur was wünschen könnte für dieses Fahrzeug, wäre wirklich 2 Grad mehr Gun Depression. Dann wäre ich schon glücklich. Dann wäre das für mich der perfekte Heavy im Russenbaum. Kommt wieder raus. Dann hätte er fast doppelt so viel, als er jetzt hat. Das stimmt. Das ist schon echt übertrieben, der Wunsch, ne? Ja, also, das sind ja fast 100% mehr. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie hoch das Gun Breach hinten raus reinguckt ins Fahrzeug, also es schrappt fast so schon an die Decke beim gerade Schießen. Also ich verstehe es warum, aber es nervt. Aber russische Panzer sind halt alle so gebaut. Ja. Irgendwo rechts von uns in der Stadt angeblich. Oh ja. Hörst du was? So ein bisschen, glaube ich, ja. Kannst du abschätzen, wie nah? Sehr nah. Hier ungefähr. Oh. Ja. Das ist aber tot, okay. Aber eventuell ist da noch was, ich weiß es nicht. Ja, ich habe wie gesagt in der Stadt Probleme, Geräusche gut zu bestimmen. Oh verdammt, ja, da ist noch was. Nein, Gun Depression hat mich gekillt. Ich hasse russische Gun Depression. Unfassbar, ey. Ja. Aber das war jetzt wirklich eindeutig. Mir hat 1 Grad gefehlt, dann wäre der Matsch gewesen. Wo war der überhaupt? Der ist tot. Der EBR hat ihn 2 Sekunden später getötet, wie es halt so ist. Ja, das kennt man. Oh, ist irgendwo ein Leo. Ist auch geil, IS-2 gegen Leopard. Warum nicht? Weiß nicht, wie weit die zeitlich voneinander entfernt waren. Also die, na gut, IS-2 jetzt eher weniger, aber so die moderneren IS-4, IS-3, IS-6, ja, die hätten sich schon noch, die hätten sich schon noch treffen können. Bin aber in T10 auf jeden Fall. Ja, ich sag ja, IS-2 eher nicht so. Das ist jetzt das grandiose Gegenstück zu der Runde davor, ne? Ja, ja. Achieve maximum possible score in a given amount. Ich bin auf Platz 26. Ich bin auf Platz 14. Das ist doch schön. Tja. Lol. Ach, das war unsere. Lol, was? 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 Von wo? Was? Lol. Der steht links. Du kleiner Sack. Der steht zwischen unseren Spawns auf dem Hügel. Wow, I'm soft. Oder rechts von unserem Spawn auf dem Hügel. Links. Also auf einem der Hügel bei unseren Spawns auf jeden Fall. Alter! Was? Nee, warte mal, der steht auf der anderen Seite. Ich habe mich in der Seite getäuscht. Okay, ja, ja. I see what you did. Das ist eine Erklärung nicht schlau.
Irgendwo hier. Glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich kann das gerade super schwer abschätzen. Hä? Ich bin gerade maximal verwirrt. Wo kann der sein? Ja gut, also wenn ich jetzt hier sterbe, bin ich komplett raus. Also ich gucke in die Richtung. Ja, er ist markiert. Guck auf die Map. Hab ihn mit der 14-5er nicht penetriert. Du, mein Freund, bist wirklich ein Arschloch. Sorry, wenn ich das so offen sage, aber das ist wirklich Map-Abuse. Ja, also wenn du den tötest, kann ich vielleicht nochmal rein, aber so nicht. Ich hab kaum, oder ist es auf der anderen Seite? Ich hab's doch markiert! Ja, aber ich sehe ihn halt nicht. Auf A1! Ja, genau da gucke ich hin, ich sehe ihn trotzdem nicht. Wer war das? Nein, nicht hier, da. Ja. Offiziell Arschloch. Oder zumindest ein Arschloch-Move. Da bin ich auch ganz unverhohlen. Das sage ich so Leuten einfach direkt. Also, sorry. Aber wer so ein Match beginnt oder wer so ein Match spielt. Ich raff halt nicht, dass ich ihm nichts gemacht habe. Das habe ich aber mit der PTR in letzter Zeit häufiger, auch gegen Marder oder so. Ich mache keinen Damage. Warte mal, die richtige Munition habe ich aber drin, oder? Ja, ich meine, es gibt keine falsche Munition. Du hast mit jeder Munition fast 50 mm Pen. Also ich werde noch eine Runde, glaube ich, danach machen. Also das... Wow. Also die Runde war zum Kotzen. Der Typ hat mir gerade richtig den Spaß am Spiel wieder genommen. So. Ja, ich fahre seit er dich gekillt hat, fahre ich in die Runde. Ja, Richtung, das bringt nichts. Der steht da mit seinem kleinen Penismobil, keine Ahnung, wie ich das Ding sonst nennen soll momentan. Und... Da oben. Wow, ja. Ernsthaft? Ja. Da. Ja, sorry, das ist doch... Das ist behindert. Sorry, anders kannst du es nicht ausdrücken. Das ist mal so richtiges... Fahrstoffverhalten. Weißt du, der hat seit Matchbeginn auch nichts anderes gemacht, was? Oh, das ist ein... Nein, jetzt ist er gestorben. Ja, ich kann nicht nochmal rein. Hm. Ja. Dann fahr ich wieder. Und jetzt verlieren wir halt echt A. Ach, kommt schon, Leute. Das kann's doch jetzt echt nicht sein. Ich will doch nur noch mal ins Match. Bitte lass das keinen deutschen Clan sein. Nein, ich denke nicht, dass das ein deutscher Clan ist. So, Moment. So. Alles wieder gut. Ihr gewinnt die Runde jetzt. Ich hoff's. Also das wäre bitter, wenn ihr jetzt noch verlieren würdet. Sag mal. Du musst ja erstmal wieder ankommen. Warum? Overextended. Weißt du, unser Team hat A. Massiv. Und ist overextended. Why? Kills. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ja, ist halt so. Ah, da können wir wenigstens noch einem anderen Objekt zugucken. Das ist auch ein hübsches Objekt, finde ich. Das 268. Oh ja, das ist nett. Schönes MG, schöne Kanone.
Der Typ hat ein bisschen komische Verbuschung drauf, aber ansonsten. Ich wünschte echt, ich könnte, zumindest wenn ich dir zugucke, noch gelbe Marker setzen. Ja, gut, das wäre halt ein bisschen... Ja, sag mal ganz ehrlich, ob ich es dir sage... Was zur Hölle? Warum hab ich geschossen? Passiert den Besten. Da war irgendwo aber noch was drin, ne? Ja. Ich fahr trotzdem rein. Ja. Ist ja nicht so, als müsstest du noch gefühlt 2 Minuten nachladen. Ich hab nur angekündigt, dass ich da bin. Klopf, klopf. Okay. War hier nicht noch gerade eben was markiert? Oh, I see. Oh, fahr noch ein Ticken weiter. Ich glaube nicht, dass der nochmal fährt. Och, er lebt noch. Hat die Bombe dem nichts gemacht? Okay. Die lag eigentlich recht gut, würde ich sagen. Wo ist er denn? Da ist er. Das langt nicht. Oh. Nee, der Winkel ist zu steil. Was? Hä? Was meinst du? Hä? Du hast doch gerade auf ihn geschossen und nicht gekillt. Ich habe auf das Rohr geschossen, dass das Rohr ach so, weg ist. Ach so, bei mir in der Zuschauerperspektive sah es aus, als hättest du unten in die Unterwanne geschossen. Nee. Okay. Schönes das Rohr, dass er nicht mehr schießen kann, dass unser Team nicht mehr beschädigen kann. Du bist, ich jetzt noch du bist so lieb. Gekriegt. Ja klar bin ich lieb. Mich muss ein Gegner auch nur viermal so, nee, dreimal, dreimal so killen, dass ich ausraste, damit du zurückkommst. Du bist so lieb. Ich bin direkt fast losgefahren. Das war ein Scherz. Unglaublich. Unglaublich. So, ein Gutschein habe ich noch, eine Runde können wir noch. Also, das ist wirklich schön, das ist zumindest in dem Battle-Rating-Bereich momentan einfach zack, rein. Oh, wow. Also, es wird eine Folge mit Überlänge. So sieht's aus. Diese Map ist auch so bescheuert mit den Caps zwischen den Spawns. Ja. Das ist wirklich so. Linker Spawn und dann fahre ich da auf die Viererlinie. Das ist, glaube ich, die flachste Stelle. Das ist mein einziger Gedanke, wenn ich mit so einem Panzer in eine Runde reingehe. Wo bin ich möglichst flach, dass ich wenigstens auf der horizontalen, geraden Linie feuern kann? Weil dir bringt die coolste und dickste Kanone nichts, wenn du sie nicht aufs Ziel bringst. Jo. Warte. Okay. Warum haben die da nicht schon aktive Fahrwerkssteuerung gemacht? Weiß ich nicht. Wäre doch so viel einfacher. Die muss ja auch nur 46 Tonnen heben können. Easy. Hallo, das machen 2 Wagenheber. Willy nilly, das geht. Ja. Ich glaube sogar wirklich, dass 2 halbwegs gescheite Wagenheber einen Panzer heben. Zumindest kurzzeitig. Also ich rede nicht von diesen Billigdingern, die bei den meisten Autos dabei sind, sondern schon diese wirklich titanveredelten Dinger da, die du dir für teuer Geld kaufen kannst. Stimmt welche, weil irgendwie muss man auch Panzer hochheben können. Ja gut, die meisten Panzer werden ja richtig auseinandergenommen, bevor sie irgendwie hochgehoben werden. Ansonsten gibt es ja diese Ladebuchten, wo du unter den Panzer kannst. Ja. Ah, und hast du auch hier auf der Seite 2 Spawns vom Gegner? Ja, yeah, klar. Das fixen die auch nie wieder. Das ist einfach so. Ach ja. Feature. Auf jeden Fall, das ist ein Feature. Die haben jetzt 50% mehr Panzer im Gegnerteam. Hey, solange ich sie alle abknallen kann, ist das in Ordnung. Wenn du das Rohr runterkriegst. Warte, was waren wir? 6-7, ne? Das ist gleich wie in der ersten Runde. 6-7. Glaube ich.
Ich überlege noch gerade, was das für Lights sein können. Also wir treffen definitiv auf Heat. Oder auch auf 6-3 kannst du schon auf Heat treffen. Kannst du auf 6-0 schon auf Heat treffen. Ja. Und die Maus ist trotzdem noch auf 7-7. Schande. Schöner Schuss, U100, by the way. Finde ich auch schlimm mit so einer Kanone, wenn man auf eine Entfernung verschießt, ein paar Meter, dann dauert es halt eine halbe Minute, bis man dann nochmal... Ja, ja. Langstreckenkämpfe mit 122mm Kanone und höher, das ist... Naja. Das macht halt einfach keinen Spaß. Nee, so gar nicht. Wenn man trifft, dann ist es lustig, aber sonst... Klar. Das ist auch der Grund, warum ich der Starship so mag, mit dem Laser Rangefinder. Ja. Das macht das einfach Spaß. So gut. Hier ganz hinten fährt ein Sherman. Da fährt ein Panther. Oh, nice. Oh, hab ihn getroffen. Nein, du meinst, du hast ihn umgebracht. Ja, getroffen impliziert auch, wenn man was macht, umgebracht. Alter, was? Ich mag diese Kanone! Die macht Spaß. Ich habe das Gefühl, von links kann gleich was kommen, da ist unser Team ein bisschen unterbesetzt. Ja. Weißt du, das Lustige ist, ich habe bis jetzt mir immer noch nicht angeguckt, auf was für eine Distanz ich eigentlich gefeuert habe. Ich habe einfach gefeuert. Was waren das? Das geht's mir immer. Das mache ich immer so. Und dann fragst du mich, auf welche Distanz, und ich habe keine Ahnung. Ja gut, in der Regel rangefinde ich, aber mit der Kanone ist das irgendwie so intuitiv. Attention to the map. Da hinten. Oh, und hier vorne. Hm, sehe ich beides nicht. Also hier hinter ist ein Panther. Und weiter hinten ist noch ein Tijon. Oh ja. I see. Oh, ich hab's ein Rohr. Nice. Auf welche Distanz? Wo soll ich das denn wissen? 1000 oder irgendwie so. So ich seh ihn halt leider nicht. 800 und 2000. Aber wirklich perfekt in das Rohr rein. Oh, nochmal getroffen. Direkt übers Rohr. MG. Das nächste MG. Ich push jetzt ein bisschen. Ach, da steht. Das war ein Ticken zu hoch. Au! Au! Jetzt sag mir nicht, ich wurde von links beschossen. Nee, das war der Tiger, den du die ganze Zeit bekämpfst. Ja, ich will halt... Da hat er wahrscheinlich das Rohr wieder repariert, aber ich brauche... Davon ist auszugehen, wenn er wieder schießen konnte. Aber ich wurde auch von woanders noch mit einer Derp getroffen, war es, glaube ich. Komm mit der IL-10. Wenn der da noch steht gleich, kannst du mir markieren. Ja. Das hat auf jeden Fall schön gescheppert, als du da getroffen wurdest. Ja, also eins davon war auf jeden Fall was Hochexplosives. Oha, Yahoo! Was war das denn? Hat's bei dir auch gescheppert? Ah, ja, aber also direkt vor mir. Hat's auch ein großes Badabums gemacht? Ja, aber mehrfach. Also da hat's direkt nebendran noch eine Explosion gegeben. Das war irgendwie so ein... So, magst du mir jetzt was markieren? Wenn ich was sehe. Ja, ich dachte, du weißt, wo der Tiger ist. Ich weiß, wo der Tiger ist. Ja, dann markieren wir. Nicht da. Hier. Hübsch. Hab keinen Assist bekommen, obwohl ich es an dem MG zerstört habe. Ja gut, er hat's ja repariert.
Das zählt ja dann nicht mehr. Du kleines Karamellbonbon hast auf mich gerade geschossen. Ich hab's genau gesehen. Oh Gott, du hast einen Freund. Du hast einen Freund. Warum spawnt denn genau die Flak, wenn ich einen Anflug mache? Mein Gott. Unfassbar. Mein Glück mit Flugzeugen im Ground RP ist momentan irgendwie nicht greifbar. Ja, bei mir aber ähnlich irgendwie. Gut, ich fliege auch selten. Oh wow, ich glaube, der Gutschein war ein bisschen verschwendet. Wenn ich mir mal das Gegnerteam so angucke. Oh, ja. Ja, die Map endet eigentlich zwangsläufig auf in Spawncampen. Ja, es geht ja halt einfach nicht anders, weil anders kommt man nicht in Cap rein. Man muss Spawncampen. Sag mal, der gute rote General da drüben wird ganz schön niedergemacht. Kann gut sein, ja. Oh ja, ich fahre jetzt straight zu A. Vielleicht kriege ich noch was davon ab. Aber ich glaube, ihr macht die Gegner platt, bevor irgendwas passiert. Tiefela Kunterbund. War das nicht der, der mich abgeknallt hat? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ein Haus, ein Äffchen und ein... Nein, ich habe ein Haus, ein Kunterbundes Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Das kennst du hoffentlich. Schon mal gehört, ja. Ja, von was ist das? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Chat, ihr dürft euch wieder das Maul zerreißen. Chat? Warum sage ich Chat? Kommentarsektion. Mein Gott. Sonntag ist ein schöner Tag, weißt du? Eigentlich ein Tag, an dem man nichts machen sollte und einfach entspannen sollte. Stattdessen fahren wir hier raus in die Wüste und lassen uns den Hintern versohlen. Ja, ja. Wir sind auch nicht mehr ganz knusper, oder? Okay, krass. Die Kunterbund macht gerade einiges kaputt. Und was davon ist jetzt der richtige Spawn? Ich schwöre, ich raste gleich aus. Mir fliegt vom Bildschirm gerade die ganze Zeit so eine richtig fette Schmeißfliege rum. Ich will auch noch cappen. Ich hatte letztens eine ganz, ganz winzige Mücke, die ist mir in den Monitor reingekrabbelt und zwischen Scheibe und Lämpchen. Das geht? Ich weiß auch nicht, wie die das geschafft hat. Die war halt wirklich winzig klein. Da hab ich so, wie so ein Pixel habe ich dann gesehen, der da rumgekrabbelt hat. Hello, I'm a computer doctor. I will crawl into your monitor. Hatte ich dann einen Bug? Oh mein Gott. Hat er nicht gebracht. Na, daher kommt das ja, soweit ich weiß. Die Bezeichnung. Und, liebe Leute, da wir das schon lange nicht mehr gemacht haben, und um zu überprüfen, Krakauer Wurst. Die meisten, die jetzt zugucken, wissen wahrscheinlich überhaupt nicht mehr, worum es geht. Du weißt es noch, oder? Ja, klar. Ab in die Kommentare damit. Sehr gut, sehr gut. Und ja, nicht in den Chat. Ja, genau, ja, nicht in den Chat. Ja, das war das Objekt 248. Ich find's übrigens schön, dass diese Zahlenfolge sich immer verdoppelt. Das macht irgendwie mein Monk-Herz glücklich. Ja, wie gesagt, nettes Gerät. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob ihr heiß drauf seid. Für mich persönlich, das beste ES-Panzer im Spiel. Also ich werde damit definitiv Spaß haben und grinden. Also damit lässt sich, glaube ich, auch ganz gut Geld verdienen. Wie viel hat man denn? 225? Okay, der, was? Also der Silver Lines Multiplikator von dem Ding ist ein schlechter Witz.
225% und du hast mit den anderen Prämien so 6-3, 420 und 405 und 450 mit der IS. Sehr gut. Nee, okay, Silver Dines Farm ist mit dem Ding nicht so. Forschungspunkte vielleicht? Ja, Forschungspunkte ist in Ordnung. Also, wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, ob euch's euch holt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Bedanken uns. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sag's nochmal. Tschüss.